Ich sag mal Moin, weil das sagt man ja bei uns in Ostfriesland immer, morgens, mittags und abends. Ich freue mich sehr, hier zu sein in München. Ist die zweitsüdlichste Lesung aus diesem Buch, die ich bislang hatte. Eine hatte ich in Zürich. Ich glaube, Zürich ist südlicher, ne? Ich weiß gar nicht. Ja, schon. Gut. Und warum ich in Zürich gelesen habe, das erkläre ich sogar auch gleich noch. Das hat einen Grund. Denn ich werde heute nur ungefähr zu der Hälfte lesen aus dem Buch Die Schule am Meer und die andere Hälfte erzähle ich, weil also ich bin schon seit 20 Jahren Schriftstellerin, habe ganz viele verschiedene Sachen geschrieben, aber eben dieses Buch, da ist mir etwas passiert. Bei der Recherche hat sich die Geschichte hat mich umhüllt sozusagen, hat mich Leute treffen lassen, das hätte ich mir niemals ausmalen können. Und weil das so eine tolle Geschichte ist und es dazu so toll viel Bilder auch gibt, werde ich die andere Hälfte erzählen. Und Ihnen so ein bisschen Einblick geben, wie kommt es eigentlich dazu, dass aus einer wahren Geschichte auf einmal ein Roman wird? Wie funktioniert das? Was ist ausgedacht, was nicht? Und ja, da freue ich mich, dass wir hier auch in diesem schönen Innenhof sitzen. Ich bin ja Pastorentochter, fühle mich hier direkt zu Hause und ich werde ja ab und zu immer noch mal gefragt, katholisch oder evangelisch. Aber den katholischen Gegenden fragt das eigentlich nie jemand. Und dann sage ich immer, ach, denk noch mal nach. Na gut. Ich fange tatsächlich an mit einer kleinen Lesepassage. Nehme Sie mit, fast 100 Jahre vorher auf die Insel Jüst im Jahre 1925. Die Kuhle unter dem Sanddornbusch ist genau richtig. Das perfekte Versteck. Sein Ausweg. Moskito schaut sich verstohlen um und verlässt den Trampelpfad, biegt links in die Dünen, duckt sich weg und kriecht auf dem Bauch in die Lücke zwischen Gestrüpp und regennassem Sand. Und drinnen ist es fast wie in einem Zelt, das vor Regen schützt. Und vor Blicken. Moskito lehnt sich an den Stamm. Der Sanddorn ist dicht gewachsen, unreife Beeren sitzen wie Perlen eng am Holz. Sein Herz klopft, halb so laut wie die Brandung unten am Strand, aber im selben Takt wie die Wellen, die heute besonders hoch und wild sind. Moskito schließt die Augen und atmet tief ein. Und plötzlich Hundegebell und die ersten Schreie. Es ist jeden Morgen dasselbe. Also man zieht sich aus bis auf die Badesachen und dann rennt man los. Man nimmt den kürzesten Weg über den Strand und sprintet ins Meer. Und wenn es regnet und der Wind so weht wie heute, ist es besonders schlimm. Die meisten machen einfach einen Satz ins Wasser und dann tauchen sie unter, um es hinter sich zu haben. Jeden Morgen einmal mit dem Kopf in der Nordsee und zwar von April bis Oktober. Ja, das ist der Alltag in der Schule am Meer, die Moskito seit nunmehr 6 Wochen besucht. Besuchen muss. Die Lehrer nennen es mystisches Tauchbad. Angeblich härtet es Körper und Geist ab. Hier zeigt sich, wer mutig ist und wer nicht. Und Maximilian Mücke, genannt Moskito, der vor 10 Jahren in Bolivien geboren wurde und dessen Eltern noch immer dort leben, war heute mutig, weil er sich nämlich das erste Mal gegen dieses blöde Ritual gewehrt hat. Ob der Mut ausreicht, um endlich bei den Bären aufgenommen zu werden? Die sind abenteuerlustig, unbeugsam, kampferprobt. Er wäre so gern bei den Bären. Also eigentlich gibt es derzeit nichts, was er sich inniger wünscht, abgesehen von, ach, aber nein, bis zum Abitur muss er bleiben. 9 lange Jahre, das haben seine Eltern so entschieden. Ach, hier bist du. Zwischen den Ästen taucht Volkmars Blondschopf auf. Oh, bitte verpetz mich nicht. Ach, Quatsch. Volkmar reicht ihm die Hand. Komm, ich helf dir. Moskito duckt sich und wird von Volkmar nach draußen gezogen. Sein Freund und Zimmerkamerad steht bereits in Badehose da. Also Moskito, du Idiot, das kannst du dir doch denken, dass das nicht gut geht. Moskito streckt den Rücken durch. Ich hätte mich doch später einfach wieder dazugemogelt. Niemand hätte was gemerkt. Volkmar tippt sich an die Stirn. Die Wahrheit kommt immer raus. Moskito ist einen Kopf kleiner als Volkmar. Aber neulich, als beide gewogen wurden, da brachten sie trotzdem dasselbe Gewicht auf die Waage. Und wahrscheinlich tuscheln die Mädchen und kichern hinter vorgehaltener Hand, machen Sprüche wie, guck mal, so ein fetter Moskito, wo soll der denn überhaupt fliegen? Moskito wird ungeduldig.
Na komm, los, wenn du dich jetzt todesmutig in die Nordsee stürzt, dann wird Lou kein Drama draus machen. Und beim nächsten Mal drückt er ein Auge zu. Aber ein zweites Mal wird es sowieso nicht geben. Volkmar rennt los. Und Mosquito hinterher. Es ist anstrengend, durch die Dünen zu laufen. Der weiche Sand bremst jeden Schritt. Am Strand angekommen, sieht er die anderen, die Lehrer, allen voran Schulleiter Lou, der eigentlich Luserke heißt, aber keiner nennt ihn so. Die kommen gerade wieder an Land, gemeinsam mit ihren Frauen und Kindern, und sie lachen laut, alle nehmen am Ritual teil. Die Mädchen sind schon wieder draußen, rubbeln sich gegenseitig ab, prusten und kichern. Als Mosquito sich der Wasserkante nähert, pieksen die Muschelschalen unter den Fußsohlen. Die Jungs warten in der Brandung auf ihn. Sie treten von einem Bein auf das andere, um sich warm zu halten. Da bist du ja endlich und sind schon die Zehen abgefroren. Es gibt kein Zurück. Also zieht Mosquito sich im Laufen das Hemd über den Kopf. Es ist etwas eng. Ein Knopf springt ab. Der wird sich zwischen den Muscheln niemals wiederfinden. Mosquito steigt aus den Hosenbeinen, er verfängt sich nicht, also zum Glück, das hätte jetzt wirklich noch gefehlt, sich vor aller Augen lang zu machen. Hey Mosquito, hast du nicht tausendmal gesagt, du willst einer von uns Bären sein? Mosquito nimmt seine rechte Hand. Gemeinsam rennen sie los, ja, Mosquito will zu dieser Gruppe gehören. Er will Teil ihrer Kameradschaft werden. Das Wasser schäumt zu ihren Füßen, die ersten Tropfen landen auf seiner Brust. Aber dann ist er drin. Wasser im Ohr, im Mund, in den Augen. Mosquito taucht unter und hat's geschafft. Und jetzt fängt der Tag richtig an. Und ich selbst habe 23 Jahre auf Jüst gewohnt. Also ich bin dort zur Schule gegangen. Mit 15 bin ich weggezogen, weil man kein Abitur dort machen kann. Und bin dann aber als junge Frau wieder hingekommen und habe noch mal 13 Jahre dort als Vermieterin gelebt. Und ich kannte diese Geschichte der Schule an mir. Ich wusste, da gab es mal irgendwie so ein Internat und wusste, das ist in den Gebäuden der jetzigen Jugendherberge untergebracht. Und da waren ganz berühmte Lehrer und einige der Schüler sind hinterher richtig berühmt geworden. Und dann kamen die Nazis und die Schule wurde zugemacht. Und das hat mir viele Jahre lang als Geschichte gereicht. Gegründet wurde die Schule von 4 Lehrerehepaaren, die in Thüringen in einem anderen reformpädagogischen Internat gewesen sind. Und dort gab es Vorfälle von Kindesmissbrauch. Also auch damals sind solche Dinge ja schon passiert. Und auch damals sollten solche Dinge verharmlost und vertuscht werden. Und diese 4 Lehrerehepaare wollten da nicht so recht mitmachen und haben dann gesagt, wir machen eine neue Schule auf, eine Schule ohne Angst. Und sie haben auch noch einige Hausangestellte mitgenommen und das, die man dort sieht, das sind sozusagen die Gründerväter und Mütter der Schule am Meer. So sah es aus, wenn die Kinder dann morgens, das muss im Sommer gewesen sein, weil da haben sie Spaß, im Winter glaube ich, oder im Herbst war es nicht so toll und sollte der Abhärtung dienen. Aber diese ganzen Dinge wie eine Schule ohne Angst, das kann man auch immer relativ sehen, denn diejenigen, die sich gedrückt haben, die gesagt haben, ich gehe heute mal lieber nicht schwimmen, weil es sind nur 12 Grad Wassertemperatur und die Luft ist auch nicht wärmer, die wurden dann in eine Schlappi-Liste eingetragen. Also eine Liste, die im Speisesaal aushing und jeder konnte das sehen. Ich weiß nicht, da hätte ich dann auch wieder Angst gehabt. Musste man halt abwägen, gehe ich schwimmen oder lasse ich mich hinterher von allen anderen auslachen. Und wenn man dann anschließend gemeinsam über die Dünen nach Hause ging, so wie auf diesem Bild, ja, da war man dann wirklich so eine eingeschworene Gemeinschaft. Und das kann man diesem Foto richtig toll sehen. Zum einen, was damals ja auch noch Novum war, Jungs und Mädchen in der Schule gleichberechtigt. Die waren sowieso wirklich auch gleichberechtigt in dem Maße, dass sie bei allen wichtigen Entscheidungen wie welche Farbe hat die Schuluniformjacke, waren Schüler und Lehrer gleichberechtigt bei der Abstimmung. Da gab es dann Sitzungen und dann waren die Kleinen, die in der 6. Klasse waren, genauso stimmberechtigt wie die Großen. Und die Jungen und die Mädchen eben gleichermaßen auch. Das wurde damals misstrauisch beäugt. Und deswegen waren die Lehrkräfte natürlich ganz besonders darauf, wollten das verhindern, dass es Liebeleien gibt
zwischen Schülerinnen und Schülern. Aber man sieht auf diesem Bild eben auch, dass zwischen den Lehrern und Schülern eben auch vertrautes Verhältnis herrschte. Die Schüler nannten ihre Lehrkräfte bei den Spitznamen, also nicht Vorname, das wäre ja auch ein bisschen zu eng gewesen, sondern eben der Herr Luserke wurde Lou genannt, der Herr Hafner wurde Mister genannt, Herr Ashley-Mann wurde Ashley genannt und seine Frau war Ashley Miss. Und sie waren sehr fantasievoll mit der Wahl dieser Namen. Auch zwischen Mensch und Tier gab es ein gutes Miteinander. Also die Schule am Meer hatte Nutztiere, also Hühner und sie hatten Schweine und sie hatten jede Menge Pferde und Kühe und überhaupt auch einen kleinen Garten, konnten sich auch selbst verpflegen zu großen Teilen. Aber was ich hier am interessantesten finde an dem Bild, und da erinnern Sie sich an Ihre Schulzeit bestimmt auch noch, es gab ein Miteinander zwischen den großen und den kleinen Kindern. Denn ich erinnere mich noch, als ich in der 6. Klasse war, dass die großen Abiturienten, die habe ich angehimmelt, die fand ich cool und toll, aber die haben mich nicht wahrgenommen. Und man hatte nichts zu tun mit den Älteren. Und das war dort anders. Und da gab es auch einen Grund, weswegen das anders war. Es gab nämlich diese Kameradschaften, von denen ich vorhin schon erzählt habe, dass ja der Moskito gerne zu den Bären gehören will. Also man muss sich das in etwa so vorstellen, man kam an die Schule, war neu und hatte so 4 bis 6 Wochen Zeit zu gucken, wen mag ich an der Schule, also von den Lehrkräften oder Mitschülern. Mit wem möchte ich gerne so familienähnliche Verhältnisse haben und auch welches Interesse habe ich. Denn auch da unterschieden sich die Kameradschaft. Und da gab es eben die Bären und die Pinguine und die Delfine. Und jede dieser Kameradschaften hatten eine eigene Flagge, die man hier sehen kann. Die wurden jeden Morgen feierlich an diesem Mast emporgezogen. Gab es auch Kämpfe immer und dann wurden Flaggen geklaut und so. Also gab viele Rituale auch, die aber auch für viele tolle abenteuerliche Geschichten gesorgt haben. Und die Bären, zu denen Moskito gerne gehören würde, die sind segeln gegangen. Die hatten ein eigenes Segelboot, teilweise sogar 2, sind damit bis nach Holland rüber gefahren oder bis nach Helgoland. Aber das war nicht nur Freizeitvergnügen, sondern das war Physikunterricht. Also an Bord der Schiffe haben sie etwas über Meeresströmungen erfahren und somit auch erlernen können. Oder Windrichtungen, Wetterverhältnisse, die Gestirne oder auch Mathematik. Wie berechnet man einen Kurs, ne, mit dem Zirkel? Und sie haben wirklich anschaulichen Unterricht an Bord der Schiffe gehabt und haben natürlich auch das Miteinander dort erlernt. Auch sportlich konnten sie dort etliches lernen. Zum Beispiel hier dieser junge Mann, man erkennt ihn ganz knapp nur, der hier unten schwimmt, der macht gerade sein Rettungsschwimmerabzeichen. Also die konnten auch solche Zertifikate erwerben. Aber es war natürlich nicht jeder gleich wasserfest oder seetauglich. Und die, denen schlecht wurde an Bord, die sind dann vielleicht lieber in den Kunstunterricht gegangen zu den Wölfen. Und haben dann, wie man das auf diesem Bild sieht, Modellschiffe gebaut, es wurde gemalt, es wurden Skulpturen aus Strandgut gebaut. Es gab alle möglichen Ausstellungen haben sie dann vorbereitet. Und sie haben wunderschöne, sehr aufwendige Theaterkulissen gebaut. Denn das Theater, das war der Dreh- und Angelpunkt der Schule. Der Schulleiter Martin Luserke war Theaterpädagoge und hatte irgendwie, sein größter Wunsch war das Jüst, sowas wie ein Treffpunkt für alle Theaterpädagogen des deutschsprachigen Länder werden würde. Und deswegen wurden auch 2-mal im Jahr große Theateraufführungen einstudiert, oft Shakespeare, aber auch oft selbstgeschriebene Stücke. Und damit sind die auch auf Tournee gegangen. Also sie waren auch in München zum Beispiel, Berlin, Bremen, Frankfurt waren sie oft. Da haben sie dann die Stücke aufgeführt, dann haben sie eben Geld gesammelt, denn pleite waren sie irgendwie immer.
Und gleichzeitig Reklame gemacht, natürlich neue Schüler gewonnen, dadurch, dass sie sichtbar waren, dass es Presseartikel gab. Und diese Aufführung auf dem Bild, die war im Jahre 1931. Das erkennt man deswegen so genau, weil sie in den Grundmauern dieser Theaterhalle stehen, die wir vorhin auf dem einen Bild im Hintergrund gesehen haben. Die hatten wirklich eine Theaterhalle, die war ungefähr so wie jetzt hier die Kirche, würde ich sagen, von den Ausmaßen. Es gab auch so eine Vorderbühne, Hinterbühne. Es war so eine ganz moderne Aufführungsform, sogar eine Empore gab es, von der aus dann die Schauspieler runtersprechen konnten. Aber diese Theaterhalle hat ihnen auch das Genick gebrochen, denn die war natürlich sehr, sehr teuer und das Geld hat nie gereicht. Und im Prinzip, sag ich mal, hätte man die so nicht bauen dürfen. Es war unvernünftig, aber es war eben ein großer Wunschtraum.